Ich bin Klaus Reiche, komme aus Groß-Scheper, habe in Wartburg 312 aufgebaut. Es ist ein Scheunenfund von 1964 und habe ungefähr anderthalb Jahre dran gebaut. Und jetzt ist er fertig und jetzt bin ich eben hier zum Treffen. Motor ist ein neuer Kopf drauf, zwei Stromvergaser, Heizung ist umgebaut, dass er mehr Wärme kriegt hier. Und ja, sonst ist alles eigentlich normal. Hat elektronische Zündung, habe ich eingebaut. Und dann habe ich auch hier auf 12 Volt umgerüstet mit der Drehstromlichtmaschine. So, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Oldtimer-Treffen, zum zweiten, was wir hier in Grimma durchführen. Heute bei gutem Wetter. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es fehlen ja immer noch welche, aber ich denke, dass sie noch kommen werden. Vorteversorgung ist ebenfalls gesorgt hier in der Gaststätte. Ebenfalls haben wir. Und ich hoffe, dass wir den Tag auch noch gut rumkriegen. Ich hoffe, dass wir auch noch längere Zeit hier bleiben und auch, dass noch ausreichend Gäste kommen werden. Da wünsche ich euch noch einen angenehmen Aufenthalt hier in Grimma und ich denke, jetzt schon sagen zu dürfen, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Wenn jemand fragt, soll er ein Vorzeichen, wenn es gemacht wird. Reingehangen und hast du Nummer 2. Dann hast du das Verdeck oben zugemacht. Ja, und unten unter der Fußmatte, da hast du unten Stöpsel und dann kannst du ziehen ins Wasser rein. Wenn der Stöpsel ziehen, dann ist es falsch.
über einen Pfeil. Ich glaube, ich bin nicht mehr rechts.